Hallo Leute, heute wie versprochen das nächste Video aus der Ukraine von den Mud Fossils. Wir sind in der Nähe der letzten Objekte und ja, schauen wir mal, was wir da noch entdeckt haben. Ja, wir hatten ja das letzte Mal auch schon ein paar eingeblendet und gesagt, dass da in dem Umfeld noch so einiges liegt. Und dann kommen wir jetzt auch schon mal zum ersten Bild, und zwar dieses hier. Das sieht man auch noch nicht genau, was das ist. Wir haben da noch ein paar Aufnahmen näher dran. Ja, die Bilder sind jetzt erstmal nur zum Wirken lassen, sag ich mal. Ja, oder neugierig machen. Ja. Kann sich jeder mal selber Gedanken machen, was vermutet wird, was dahinter stecken könnte. Jetzt habe ich hier einen kleinen Clip mit drin. Da zeigen wir euch das Umfeld erstmal so von oben. Wie das da so aussieht, auch noch mal drin. Das ist wirklich sehenswert, ne? Sollten wir vielleicht auch mal hinfahren? Ja, Ukraine ist gerade schlecht. Ja, schon, aber wenn es möglich ist. So, hier dieses. Das hatten wir im letzten Video auch schon ein bisschen eingeblendet. Ja, und jetzt habe ich das hier als Bild. Mal ein Vergleichsbild daneben. Das eiskalte Händchen. Ja. Und jetzt im Zoom, schaut euch mal diesen Fingernagel von dem Daumen an. Man sieht auch schön rechts im Bild den Fingernagel von dem Daumen oder das Nagelbett, wo der Nagel mal war. Ich habe es euch nochmal gedreht. Man kann auch zählen, es sind genau 5 Finger. Halt sehr zerstört, die Witterung durch den Versteinerungszustand. Man sieht auch oben, wo das Handgelenk mal dran war. Ja. Es wurde ja auch wieder dran gearbeitet, das sieht man ja. Hm. Wenn man sich die Bilder, ihr könnt euch die screenshotten, dann könnt ihr euch das unten auf die Fingerspitzen auch mal zoomen. Und da seht ihr auch Knochen. Also da sieht man richtig Knochen rauskommen und ringsherum versteinerte Haut und versteinertes Fleisch. Das war die Hand jetzt mal von der Seite. Das ist eine andere Hand, das vorhergehende. Das ist jetzt eine... Linke? Linke Hand, ja. Das vorhergehende war eine rechte. Hier, das ist bei diesen Objekten, die wir euch gezeigt haben, ein Finger. Ich zoome euch den mal. Und da kann man auch schön das Nagelbett noch so erfassen. Solche Objekte sind auch noch da. 2 Stück sind da, glaube ich. Sieht aus wie ein Finger. Ein ausgestreckter. Man sieht auch die Knöchel hier. Habe ich euch mal gezoomt. Und jetzt kommen wir nochmal zu dieser linken Hand. Die habe ich jetzt hier in einem anderen Winkel. Dann sieht man es auch besser. Man sieht dieses Daumengrundgelenk. Man sieht die Finger. Die Finger sind natürlich abgefallen und zerstört. Aber man sieht es, wo sie mal saßen. So. Das ist auch dort mit bei diesen Objekten vom letzten Mal. Also fast irgendwie eine aufgesetzte Faust. Ja, ne? es erinnert halt stark. Und ja. Auch hier wieder der Nagel im Zoom. Also ihr seht schon, wenn das wirklich menschliche Teile sind, sind das mehrere Giganten, die da liegen. Der Fuß war so eine Idee von mir hier. Ja, könnte durchaus möglich sein. Ja, liegt halt nahe. Dann fragt man ja, wenn die ganzen Körperteile da liegen, wo ist der Kopf? Ganz hinten links, das könnte einer sein, aber im Vordergrund rechts, der ist etwas besser zu erkennen. Das ganz hinten links kann auch ein Stück von dem Körper sein. Jetzt zoomen wir euch das mal ran. Da seht ihr die Konturen schon. Hier nochmal ausgeschnitten. Und hier im Vergleich. Ich finde es eindeutig. Ja gut, es ist natürlich auch immer so eine Sache. Jeder muss da selber für sich rausfinden, was er denkt. Ja. Sind halt mal ein paar Anregungen. Eben. Wir wollen ja niemanden hier irgendwas neidrücken. Ganz genau. Das sind unsere Gedanken und die teilen wir mit euch. Ja. Es wird wohl noch von dem Gebiet in der Gegend... Das nächste Mal gehen wir auf die Krim. Ja, okay. Das nächste Mal gehen wir auf die Krim. Gut, ist um die Ecke, oder? Ist um die Ecke, ist auch Ukraine, also war Ukraine.
Ja, ist jetzt autonom, eigenständig. Also bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.